meine Lieben, so und jetzt geht's an die nächste Platte. Wir sind wieder beim Grün Oliv und wie ihr wisst, habe ich da ja mit der Musterwalze eine Prägung hineingemacht. Inzwischen ist sie trocken und jetzt kommt der nächste Schritt und ich habe mir vorgestellt, dass ich noch eine Schablone verwenden möchte. Einfach nur was Einfaches, um zu zeigen, wie sowas aussieht. Und damit man auch dem Kunde bei so einer Musterplatte zeigen kann, was ist Prägung, wenn es reingeht und was ist Erhebung, wenn es über eine Schablone quasi noch einmal aufgetragen wird. Es gibt dann sozusagen einen Stock und dann kann man das ein bisschen besser zeigen und vor allem nicht vergessen, am Schluss wird es mit Lasur veredelt und dann kann man dort noch sagen, wie verhält sich das Material bei der Vertiefung und bei der Erhöhung. So, und jetzt